Es kommen wieder voll auf diese Gedanken, yo, ich bin nicht gut genug. Das war der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Mein Körper dreht gerade völlig am Rad. Ich verstehe gar nichts mehr. Was passiert, wenn ich meine Antidepressiva absetze? Wie verändert das meinen Körper? Und fühlt sich mein Leben ohne sie wirklich so anders an? Denn wie die meisten möchte ich ein Leben führen, ohne auf Antidepressiva zurückgreifen zu müssen. Aber wie schwer ist es wirklich, diese abzusetzen, ohne in alte Muster zu fallen? Das will ich ausprobieren und mache das Selbstexperiment. Da man Antidepressiva nicht von jetzt auf gleich absetzen sollte, da dies verheerende Folgen für den Körper haben kann, werde ich die Dosis mit Absprache meines Neurologen langsam auf null reduzieren. Aber was genau machen Antidepressiva eigentlich? Das sind die meistgenutzten Antidepressiva. Sie erhöhen den Serotoninspiegel im Gehirn. Darunter beeinflussen manche noch den Noradrenalinspiegel und zusätzlich andere Botenstoffe. Sie werden hauptsächlich zur Behandlung von Depressionen eingesetzt. Sie können aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen wie Angststörungen, Zwangsstörungen und chronischen Schlafstörungen helfen. In meinem Fall nehme ich Aminorin, das zusätzlich auch noch gegen Migräne wirkt. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht, aber ich habe nicht so gut geschlafen und höre mich wahrscheinlich auch nicht so gut an. Vom Gefühl her werde ich auch Tag zu Tag träger. Das kann ich aber ganz gut mit Fitnessstudio oder andere sportliche Aktivitäten ausbalancieren. Aber gestern und vorgestern habe ich auf jeden Fall ein bisschen Aggressivität in mir gehabt. Das hat sich nicht so cool angefühlt. Aber auch nur, wenn ich nicht dann gegessen habe, wann ich eigentlich essen wollte. Das ist irgendwie so der Ankerpunkt dafür. Heute war schon wieder so ein Tag, wo ich mich komplett mies gefühlt habe. Egal, was ich gemacht habe. Es ist so krass, wie das Gehirn sich jetzt wieder quasi an andere Umstände gewöhnen muss und auch viele Prozesse im Körper. Ich bin heute gar nicht klargekommen, bis zu einem ganz bestimmten Punkt. Mit der Einnahme von Vitamin B1, aber das mal in einem anderen Experiment. Es kommen wieder voll auf diese Gedanken, yo, ich bin nicht gut genug und alles, was mir gesagt wird, läuft wieder durch diesen Filter und es ist schlecht. Egal, ob es gut war oder nicht. Kannst du noch die Wäsche machen, dann verstehe ich, warum hast du die Wäsche nicht gemacht? Bist du zu dem nicht fähig oder was? Das ist so verrückt. Es nervt. Mein Schlaf ist schlechter geworden. Wer hätte es gedacht? Ich ziehe das durch. Ich will wissen, wie es ist, irgendwann auf null zu sein. Die Dosis wird immer weniger. Der Ballast wird immer weniger. Ich bin nicht so einfach aus der Ruhe zu kriegen. Es kommt mir so komisch vor, wenn ich dann ältere Aufnahmen sehe, wo es mir nicht so gut ging in dem Prozess jetzt gerade. Das ist verrückt. Okay, jetzt sind wir hier. Ich habe es finally gemacht. War es ja dann quasi 0 Uhr mein Geburtstag und ich habe entschlossen, es nicht mehr zu nehmen. Und heute ist der 27. Das war der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Zumindest emotional. Mir ging es so unfassbar dreckig. Tag heute, der 27. Phänomenal. Ich fühle mich so unfassbar gut und werde nicht gesteuert von irgendwelchen Emotionen und bin voller Energie und es ist einfach nur schön. Vielen ist der Begriff Happy Pill oder die Glücklichkeitspille vielleicht ein Begriff. Das liegt daran, weil Antidepressiva den Serotoninspiegel im Gehirn so sehr beeinflussen, dass man dadurch einfach glücklicher wird. Und da das Gehirn Rezeptoren genau dafür hat und die Antidepressiva jetzt nicht mehr an diesen Rezeptoren andocken, fehlt natürlich eine gewisse Art von Glücklichkeit, Serotonin und andere Neurotransmitter. Da diese Botenstoffe aber wichtig sind für die Stimmungsregulation, besteht natürlich die Gefahr dahin, dass dort extreme Schwankungen über den Tag da sind und bis hin über Monate. Kurz gesagt, wenn man jetzt also Antidepressiva anfängt abzusetzen, muss sich das Gehirn wieder an die ursprüngliche Situation anpassen. Fast einen Monat ist es her, dass ich das letzte Mal meine Antidepressiva-Migräne-Tabletten genommen habe. Ich muss sagen, ich vermisse es ein wenig. Ich vermisse dieses Gefühl dieser völligen Entspanntheit, Dopamin, das ausgeschüttet wird, Noradrenalin, Serotonin, das vermisse ich schon. Aber ich habe auch in der Zeit gelernt, dass es viele Methoden gibt, um sich das auf natürlichem Wege zu holen und nicht chemisch. Eisbaden, Sauna, Zeit mit der Freundin verbringen fühlt sich so anders an. Ich kann mittlerweile durch Meditation mit so vielen Gedanken umgehen, und die einfach kommen lassen und gehen lassen. Und das Kommen lassen von Gedanken ist ja ein natürlicher Prozess, weil unser Gehirn arbeitet ja immer gegen uns, um uns auch zu schützen. Aber ich weiß, wie das Gefühl ist, auf Antidepressiva zu sein, die dann einem dieses warme Gefühl geben, das jetzt nicht mehr auf
Fingerschnippen da ist. Und an mir zu arbeiten und das dann abzusetzen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Das hat auch für viele weitere Selbstexperimente gesorgt, wo ich mich besser kennengelernt habe. Die Fehler, die ich begehe über den Alltag, mir aufgezählt habe, die sind mir bewusst geworden, die sind klar vor meinen Augen und ich kann daran arbeiten. Heute war wieder ein absolutes Paradebeispiel dafür, seine Emotionen nicht unter Kontrolle zu haben. Wir sind einfach nur ins Einkaufszentrum gefahren, um ein bisschen shoppen zu gehen. Es hat eine Joke-Situation zwischen mir und meiner Freundin dazu geführt, dass irgendwie daraus eine Auseinandersetzung geworden ist. Und ab diesem Moment hatte ich Schwierigkeiten, mich wieder zu sammeln. Ich krieg's gar nicht gebacken. Als wenn meine Glücklichkeitsaufnahme blockiert wäre. Ich habe mich die ganze Zeit nicht verstanden gefühlt. Ich war die ganze Zeit angreifbar. Ich war verletzt wegen diesem Joke, der zu einer Diskussion geworden ist. Und ich weiß, das ist nicht real. Mein Gehirn kommt damit einfach gerade nicht klar, wie es sich wieder an die Normalität gewöhnen muss. Das ist so verrückt. Das war auch jetzt wieder das erste Mal nach anderthalb Wochen, dass sowas passiert ist. Ich habe das eigentlich echt gut in den Griff bekommen. Mein Körper dreht gerade völlig am Rad. Ich verstehe gar nichts mehr. Es hat sich heute so angefühlt, als habe ich irgendwie nicht geschafft, aufzuwachen. Also mein Körper ist irgendwie nicht wach geworden, aber mein Geist. Und dadurch ist es schwierig zu erklären, aber ich habe einfach Bauchschmerzen, egal was ich esse. Es ist unfassbar unangenehm. Ich hänge durchgehend in Panikattacken fest. Die sind mal stärker, mal schwächer, aber die sind nie weg. Ich habe die ganze Zeit Angst, so diese Angstparanoia, als verfolgt mich wieder irgendwas, obwohl ich weiß, mich verfolgt nichts. On top habe ich damals Aminorin empfohlen bekommen, weil es eben den Körper entspannt und man besser schlafen kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass mein Rhythmus einfach gar nicht mehr da ist. Mein Rhythmus ist komplett hinüber und ich muss alles von neu anfangen. Mein ganzer Körper weiß gerade nicht, wann Tag, wann Nacht ist. Und dann dachte ich, okay, ich mache halt noch einen Powernap. Und der hat alles nochmal, also der Multiplikator mit den Symptomen, die ich gerade habe, ist einfach mal 10 hochgegangen. Also heute ist echt unaushaltbar. Aber ich muss es weiter durchziehen. Ich habe gerade ein bisschen Mobility gemacht, was ich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich die Luft, die Vögel, die Sounds, quasi meinen Morgen, wir haben es gerade morgens, dass ich den jetzt schon komplett anders wahrnehme. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob ich jetzt mich einfach so auf kleine Details fokussieren kann. Es fühlt sich irgendwie alles... Also ich bin nicht damit beschäftigt, über irgendwas Negatives nachdenken zu müssen oder dass ich merke, dass das verhindert wird, dass ich über etwas Negatives nachdenke oder so, sondern ich genieße einfach die Sonne. Ich höre mir hier die Geräusche draußen an und... Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, mega wack, todeslangweilig. Aber gerade enjoy ich das irgendwie richtig. Vielleicht werde ich auch einfach nur alt. Wir haben auch schon März. Und ich habe die letzten Tage schon das Gefühl gehabt, dass Situationen, die ich schon ja, fast täglich habe in meinem Alltag, dass die sich anders anfühlen. Und mir ist noch aufgefallen, ich wach weniger mit Konzentrationsstörungen auf. Also das war früher Tagesprogramm. Jeden Morgen, es ging sofort los. Und jetzt wird das immer weniger. Das ist krass. In den meisten Fällen dauert es sowieso zwischen 2 bis 6 Monaten, bis sich das Gehirn wieder an den ursprünglichen Zustand gewöhnt hat und bis wirklich alle Wirkstoffe im Körper vollständig abgebaut sind. Und jetzt auch bei mir merke ich nach 3 Monaten deutliche Veränderungen in meinem Alltag. Es gibt selten Tage, wo ich noch von super starken Symptomen eingenommen werde. Und wenn es solche Tage gibt, dann bemerke ich, dass gerade etwas nicht stimmt und kann aktiv nach Lösung und nach der Ursache suchen. Das war davor definitiv nicht möglich. Ich habe es also geschafft, dorthin mein Bewusstsein so sehr zu erweitern, dass ich jetzt auch endlich die Probleme an der Wurzel bekämpfen kann. Ich bin generell eher der Freund davon, wirklich die Ursache zu bekämpfen, anstatt einfach nur Symptome zu lindern. In manchen Fällen ist das aber nicht möglich, wie bei meinem Schlaf zum Beispiel. Da nehme ich Supplements ein, die habe ich euch hier aufgelistet, die mir helfen, normal zu schlafen, durchzuschlafen, ruhiger zu schlafen, dass viele meiner Symptome erst über den Tag gar nicht erst ausbrechen, bis ich die Ursache wirklich dafür gefunden habe. Das Ganze wird also noch ein etwas längerer Prozess und wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Um das Nervensystem noch zusätzlich zu unterstützen, nehme ich eine sehr starke Form von Vitamin B1 ein. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Was sind eure generellen Erfahrungen mit Antidepressiva? Ich bin gespannt, dazu die Kommentare zu lesen und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut!